Ja, genau. Also mein Talk ist jetzt ein bisschen technischer als davor. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Gibt es denn einige Entwickler hier im Raum? Einfach nur mal kurz, damit ich so ein bisschen abscannen kann. Okay, also ihr werdet ein bisschen Code sehen. Es wird nicht allzu schlimm werden, keine Sorge. Genau, ich wurde ja schon eingeleitet. Mein Name ist Ineas und ich möchte euch heute React.js vorstellen. React.js ist ein JavaScript-Framework, mit welchem man User-Interfaces heutzutage schreibt. Und ich möchte euch eigentlich davon überzeugen, React in eurem nächsten Projekt einzusetzen. Das heißt, wenn ihr irgendwie vielleicht Entwickler habt, die ihr überwacht oder sagen wir mal nicht überwacht, aber irgendwie einleiten müsst, dann legt ihr nochmal React nahe und ich wollte euch heute erklären, wieso das der Fall sein sollte. Ich selber habe, wie schon gesagt, schreibe seit ungefähr 15 Jahren Programme, viel im Web, habe mit jQuery und Vanilla.js, also ganz plain JavaScript und MooTools und was weiß ich nicht, was alles gearbeitet. Ich habe immer festgestellt, dass nach einer Zeit diese ganze Technologie, es ist immer mehr geworden, es ist immer schwieriger geworden, zu verstehen, was da drin eigentlich alles passiert. Es ist auch schwerer geworden, das Team zu skalieren, also wenn neue Leute dazugekommen sind, war es schwierig, die einzuführen. Oftmals gab es dann irgendwie Daten, die von der einen Stelle kommen, von der anderen Stelle kamen. Es ist sehr unübersichtlich geworden. Und React.js ist meiner Meinung nach ein Tool, das es sehr einfach macht, interaktive User-Interfaces zu schreiben, die auch skalieren. Und skalieren heißt jetzt nicht nur, dass man irgendwie 2 Millionen Nutzer auf seiner Seite hat, sondern skalieren heißt insbesondere, dass man das Team skalieren kann, dass man das Wissen skalieren kann und dass man auch die Codebase skalieren kann. Und das ist die einzige Code-Slide, die ich habe, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, denn ich möchte ganz kurz zeigen, worum es hier eigentlich so ein bisschen geht. Also auf der rechten Seite sieht man den React-Code, auf der linken Seite gibt es eine kleine Live-Preview. Vielleicht, ich hoffe, es ist groß genug, aber vielleicht kennen einige von euch ein bisschen HTML. Hier sieht man so ein kleines Div-Tag, also es ist eigentlich JavaScript, aber da ist schon HTML mit drinnen. Hier gibt es eine Hello-Message, das schaut auch quasi aus wie HTML. Und was ganz cool ist, ich kann jetzt hier einfach in diese Code-Slide reingehen und dann mal was ändern. Genau, und die Änderungen sind gleich direkt live da. Was hier passiert, das ist, ich habe eine Komponente. In React gibt es sogenannte Komponenten. Das ist hier in dem Fall die Hello Message. Eine Komponente nimmt verschiedene Attribute an, ja, also sind die Parameter. Und in dem Fall gibt es eben den Namen. Den habe ich jetzt hier mit Audience verändert. Und das wird einfach an diese Komponente weitergegeben, die das dann entsprechend rendert. Und was ziemlich cool ist, ich muss ein bisschen den Hals verdrehen, aber ich bekomme es hin. Genau. Was ziemlich cool ist, ich kann zum Beispiel. Ja, ich kann zum Beispiel einfach HTML-Tags in diesem JavaScript verwenden. Das bedeutet, dass ich nicht mehr dieses Gefriemel habe mit den verschiedenen Quellen, die alle miteinander aufeinander zugreifen von HTML und CSS und JavaScript, sondern es ist alles mehr ein bisschen in der sogenannten View-Logic vereint. Das heißt, es macht es etwas einfacher zu verstehen, was eigentlich in dem Code passiert. Und man kann auch so coole Sachen machen, wie zum Beispiel ein kleines Styling zu schreiben und mal die Farbe rot zu machen. Genau. Und schon ist es quasi rot. Also man kann hier relativ einfach, relativ schnell coole kleine Sachen bauen und das Ganze geht natürlich noch wesentlich interaktiver. Aber bevor ich jetzt hier zu weit einsteige und euch mit Technik langweile, gibt es ein paar Takeaways, die ich finde ich ganz spannend sind. Und das Erste, was es da gibt, ist, das, was wir gerade gesehen haben, nennt man JSX. Das steht für JavaScript und XML. Und meiner Meinung nach macht JSX das Schreiben von HTML, CSS und JavaScript wesentlich einfacher, weil die Sachen nicht mehr so krass entkoppelt sind. Sondern dadurch, dass es mehr quasi wie an einer Stelle ist, ja, es ist nicht alles komplett ineinander gedingst, aber schon einigermaßen zusammen, ist es wesentlich übersichtlicher, was eigentlich alles in dem Code passiert. Außerdem sind die sogenannten Web Components oder Components, wie man sie nennt, würde ich mal sagen, die Zukunft des Web Developments. Das hat vor 5 Jahren angefangen, als Google die sogenannten Web Components eingeführt hat. Web Components sind quasi wie Erweiterungen für das Standard-Web. Also standardmäßig hat man vielleicht irgendwie so ein Div-Element oder ein Strong-Element oder irgendwas, was es fett macht. Web Components sind wesentlich interaktiver. Also beispielsweise möchte ich da eine Google Map einbinden, ja? Oder ich möchte Twitter-Feed einbinden. Das sind Web Components. Und was ich dann mache, ist genau wie bei dieser Hello-Message, sage ich einfach hier Google Map, das soll da bitte da sein. Und dann erscheint es einfach, ohne dass ich viel machen muss. Und das sind eben die sogenannten Web Components. Wie gesagt, die wurden von Google am Anfang initiiert.
initiiert, sind nicht wirklich erfolgreich damit geworden. Allerdings hat es dann React aufgegriffen und wirklich sehr, sehr groß gemacht. Und es ist sozusagen ein bisschen so der neue Trend im Web Development. Außerdem ist React wahnsinnig effizient. Also man kann damit, du hast ja gerade gesehen, es war quasi wirklich in real time, wo ich die Änderungen gemacht habe, dass es re-rendert wurde. Es ist sehr effizient, es ist sehr schnell. Man kann es auch außerdem sehr gut optimieren. Also wenn man kleine Änderungen macht, kann man da sehr viel Performance noch rausholen. Außerdem ist es sehr cool für SEO. SEO steht für Search Engine Optimization. Wenn man früher mit Angular oder sowas gearbeitet hat, ja, da ging dann einfach so ein Request zum Server und dann wurde der runtergeholt und dann war da irgendwie auf einmal der Content da und die Suchmaschine dachte sich so, ja, was passiert denn hier eigentlich? Ich verstehe deinen Content nicht, deine Webseite wird einfach ins Nirvana gerankt. Mit React kann man auf dem Server rendern. Das bedeutet, man kann die Seite, bevor überhaupt es im Browser ankommt, kann man die sozusagen rendern und dann kommt die Suchmaschine her und sagt, ah, okay, cool, also es geht hier um Mathe meinetwegen, ja, und da um die lineare Algebra oder was auch immer und versteht auf einmal, was auf der Seite passiert. Und das war mit bisherigen JavaScript-Frameworks sehr, sehr schwierig bis fast unmöglich. Außerdem bekommt man sehr, sehr coole Out-of-the-Box-Developer-Tools. Das bedeutet, man kann relativ einfach in den React-Code einsteigen, sehen, was eigentlich da alles passiert, wie man die Performance optimieren kann. Und man kann damit auch native Applikationen schreiben, also für OS X oder Android. Das heißt dann React Native ist quasi React plus JavaScript. Man braucht kein Swift, man braucht kein Java, was auch immer, sondern es geht alles mit JavaScript. Und zu guter Letzt, Facebook hat React erfunden, beziehungsweise benutzen es auch auf der Facebook-Plattform. Also das Tool, was hier oder 1,5 Milliarden Menschen jeden Tag verwenden, ist komplett in React geschrieben. Ich glaube, es ist ein bisschen Zeit für ein paar Demos, weil wir waren jetzt sehr technisch. Deswegen habe ich einfach ein paar Demos vorbereitet, wo man ein bisschen sehen kann, was denn eigentlich alles so, was man denn eigentlich alles mit React machen kann. Und die erste Demo habt ihr schon gesehen, denn diese Präsentation ist selber in React geschrieben. Ist auch ganz cool, weil ich kann hier ein paar interaktive Elemente reinmachen, wie zum Beispiel hier so einen kleinen Counter, wo ich mit auf den Button klicke. Und das nächste, was ich zeigen möchte, ist ein Editor, den ich geschrieben habe. Der ist auch Open Source verfügbar. Und worum es dabei geht, ist, dass es sozusagen eine Editing Experience ist, die mit Layouts arbeiten kann. Und da möchte ich einfach eine kleine Demo machen. Also beispielsweise kann ich ein kleines Bild hier nehmen, das mal verschieben an eine andere Stelle oder ein bisschen mit Text-Editing arbeiten, also hier ein kleines was fett machen oder irgendwie eine H4-Überschrift reinschreiben oder genau, so eine kleine Frage reinstellen. Da gibt es noch wesentlich mehr Dinge, die man tun kann, beispielsweise neue Komponenten hinzufügen. Das kann man alles modifizieren, also wenn man Entwickler ist und ein bisschen Knowledge in React hat, kann man hier eigene Komponenten definieren, also beispielsweise eben einen Twitter-Feed oder eine Google Maps, also eben eine Webkomponente, was wir vorhin schon gesehen haben, und dann einfach mit in den Content reinschieben. Und ich denke, das ist eine ganz eindrucksvolle Demo davon, was man eigentlich alles mit React machen kann, denn ich habe selber dafür ungefähr 6 bis 7 Iterationen gebraucht und das musste eigentlich erst React erfunden werden, damit ich das hier schreiben kann. Also ich habe das davor mit Angular probiert, ich habe es mit jQuery probiert, ich habe es mit eigenen Tools probiert, ist alles gescheitert. Es hat mich ungefähr 3 Jahre gebraucht, aber jetzt bin ich da angelangt und das ist nur möglich wegen React und es ist auch deswegen nur möglich mit React, weil es eben auf einmal effizient geworden ist. Dieses Tool werden wir dann auch auf Serlo einsetzen, also diese Lernplattform. Und das heißt, wir facen dann quasi 1 Million Active Users im Monat. Also ist tatsächlich dann auch getestet und so weiter und so fort. Genau, eine weitere kleine Sache, upsala, die ich noch kurz vorstellen möchte, ist die sogenannte Ori Sites App. Ist auch Open Source, ist eine Desktop-App, mit der man Websites bauen kann. Ist ebenfalls in React geschrieben und wird als Desktop-App in Electron geshippt. Electron ist einfach eine Software, wo man sozusagen React-Code oder Web-Code mit reinbasteln kann. Und ich möchte da nur ganz kurz eine kleine Demo geben, wenn sie denn da ist. Genau, das schaut dann ungefähr so aus. Ich habe hier verschiedene Seiten. Verschiedene Seiten, kann irgendwie Phone-Previews machen und habe halt diese ganz Standard-Editor-Experience, was ihr gerade schon gesehen habt, also es ist quasi nur ein Wrapper für den kompletten Editor, ist auch alles in React geschrieben, wie gesagt, funktioniert halt performant und erst React hat das wirklich möglich gemacht und es ist tatsächlich so, dass man es auf den Desktop runterladen kann.
Jetzt habe ich einfach noch ein paar Links für euch zusammenkompiliert. Da es wirklich sehr schwierig ist, in 12 Minuten ein großes technologisches Thema aufzubereiten. Aber ich denke, die Links sind sehr interessant für euch und ich werde auch noch mal ein bisschen darauf eingehen. Das erste sind die Slides. Wenn ihr da drauf geht, da sind dann alle Links drinnen. Ist auf GitHub. Ich kann es nachher noch mal an den Screen bringen, damit ihr das irgendwie abtippen könnt, wenn ihr das machen wollt. Das zweite ist die sogenannte Create React App. React ist ziemlich schwierig aufzusetzen, aber Create React App ist von Facebook, ist ein Tool, mit dem man React-Applikationen eigentlich in ein paar Sekunden starten kann oder bootstrappen kann und dann direkt loslegen kann mit der Entwicklung. Außerdem React Native hatte ich schon angesprochen, es ist einfach eine Technologie, mit der man native mobile Apps schreiben kann. Und zu guter Letzt gibt es noch das React Storybook. Das ist einfach ein User Interface Component, Entwicklungsumgebung, wo man relativ visuell so ein paar User Interfaces zusammenklicken kann. Und es gibt noch ein paar mehr Links. Genau, das erste ist die Ori Sites App. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne da nochmal nachschauen oder mich auch drauf ansprechen. Das zweite ist unser GitHub-Account. Wir machen nicht nur Websachen, sondern sind auch sehr groß in IT-Security. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, die Technologie wird auch von, wie gesagt, Deutsche Börse eingesetzt. Unter anderem haben wir jetzt auch ein Gespräch mit Google und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz interessante Technologie, denke ich. Dann noch mein Twitter-Handle, falls es jemanden interessiert. Und ein GitHub-Handle. Genau, ich habe es sogar 40 Sekunden vorher geschafft, aber wenn ich euch noch nicht überzeugt habe, das einzusetzen, dann habt ihr jetzt genau 12 Minuten, um mir noch ganz, ganz viele Fragen zu stellen und hoffentlich kann ich dann noch ein paar Sachen aufklären. Genau. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Und die